Botschaft jetzt in leichter Sprache vortragen. Leichte Sprache ist für viele Menschen hilfreich. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder für Menschen, die nicht so gut Deutsch können. Aber auch viele andere verstehen leichte Sprache besser. Eigentlich wir alle. Wir gehen heute auf die Straße hier in Frankfurt und in den vielen anderen Städten in Deutschland und in ganz Europa und sagen, was wir wollen. Wir wollen ein Europa für alle. Am 26. Mai gibt es eine Wahl, die Europawahl. Da wählen wir die Politiker, die Gesetze für ganz Europa machen. Manche Menschen wollen, dass mehr Rechtsextreme gewählt werden und mehr Nationalisten. Rechtsextreme und Nationalisten mögen oft keine Menschen anderer Herkunft, zum Beispiel anderer Hautfarbe oder Flüchtlinge aus anderen Ländern. Sie wollen diese Menschen hier nicht haben. Sie wollen kein gemeinsames Europa. Sie wollen einzelne Länder. Sie wollen geschlossene Grenzen. Wir sagen, das ist nicht gut. Wir denken, Europa muss wieder besser werden. Uns sind diese Dinge sehr wichtig. Menschen flüchten nach Europa, weil sie in ihrer Heimat in Gefahr sind. Viele kommen über das Meer nach Europa und viele ertrinken dabei. Diese Menschen brauchen einen sicheren Weg zu uns. Oft macht Europa das, was gut ist für Unternehmen, aber nicht gut ist für Menschen. Wir fordern, Mann und Frau sollen gleiche Chancen haben. Kunst und Kultur müssen frei sein. Die Zeitungen sollen alles schreiben dürfen. Jeder soll willkommen sein, egal welche Hautfarbe er hat und welches Geschlecht und welche Sexualität. Jeder Mensch soll Rechte haben gegenüber den Arbeitgebern. Jeder Mensch soll in die Schule gehen dürfen und zur Universität. Niemand soll arm sein. Europa muss für die Umwelt sorgen und etwas gegen den Klimawandel tun. Diese Dinge wollen wir. Und wir sagen es den Politikern heute laut. Wir tun das für Europa. Und gegen Rechtsextreme und Nationalisten. Dankeschön. Vielen Dank, Michaela Leon. Nicht nur, dass sie gerade den Aufruf in leichter Sprache vorgelesen hat, sie ist auch hier für die Demo heute im Orga-Team dabei und hat da großen Einsatz gezeigt. Also nochmal Applaus für sie. Applaus